Kein guter Abend für den ZSC. Sie verlieren die Heime mit 3:6 gegen den EHC Biel. Inklusive Gap ist es bereits die 5. Niederlage in dieser Saison gegen einen Verein aus dem Kanton Bern. Hören wir mal rein, was ein direkt Betroffener dazu sagt. Schön am Bachmann von einem 3:6 heute gegen den EHC Biel. Es ist in dieser Saison inklusive Gap bereits die 5. Niederlage in 5 Spielen gegen einen Berner Club gewesen. Warum liegen euch genau die Berner Teams nicht? Ja, ob es jetzt der Berner Club liegt, ich weiß es nicht. Heute haben wir sicher nicht unser bestes Hockey gezeigt, individuelle Fehler. Aber wenn man das verbessert, dann habe ich das Gefühl, dann schlimmer Berner Club auch. Und egal wer kommt, gönnen wir dann halt einfach. Mit dem heutigen Spiel gab es für dich leider auch eine Serie zusammen. In den letzten 7 Spielen hast du jeweils ein Goal erzielt. Trotzdem heute schon wieder ein Assist. Was hat es denn sonst noch gelegen, dass man gegen starke Bieler heute verloren hat? Wie schon gesagt, individuelle Fehler. Dann haben wir sicher unsere Chancen nicht verwertet, die wir im Powerplay hatten. Dann bauen wir auf und gehen am Freitag in Matschi und hoffen, dass wir dort 3 Punkte holen. Am Schluss des Spiels bist du noch mit dem Luki Flüeler zusammengeprallt. Nichts Schlimmes passiert? Nein, es ist nichts. Es ist einfach ein leichtes Tomatli da oberhalb der Hüfte. Aber das ist alles gut. Trotz der Niederlage heute ist es bis jetzt eine gute Saison von dir, vorher angesprochen. Hat man dir vor der Meisterschaft gesagt, dass nach dem Fünftel von der Spielzeit den Flammenhelm tragen wirst? Hättest du unterschrieben? Nein, sicher nicht unterschrieben. Wie schon gesagt und öfters gesagt wurde, ist natürlich ganz oder sind sie jetzt eingegangen, aber eben wie heute, wenn sie nicht eingehen, dann sicher ein gutes Spiel abliefern jedes Mal und hoffentlich gehen sie wieder rein. Schauen wir schnell voraus, du hast den Freitag schon angesprochen, es geht weiter. Rapperswil-Jona Lakers, es kommt Schlusslicht von der Liga gerade zum richtigen Zeitpunkt nach 3 Niederlagen im Folge. Ob es jetzt die letzten sind oder die ersten, wir müssen unser Spiel spielen, das zählt und 3 Punkte, sonst zählt nichts. Aber 3 Punkte können wir budgetieren, oder? Ja, hoffen wir es. Ja. Also nicht zu arrogant gehen, unser Spiel machen. Minute für Minute nehmen und dann am Schluss schauen auf die Tafel, was oben steht.